Herr Bürgermeister, warum unterstützen Sie Anton Kasser? Ich kenne Anton Kasser seit vielen Jahren. Er ist der Kandidat in unserem Teilbezirk, aber das ist nicht der einzige Grund bei Gott, sondern er ist ein kompetenter, innovativer und sehr verlässlicher Partner. Und die Zusammenarbeit mit ihm ist so, dass ich sage, wenn wir schon die Möglichkeit haben, einen zu unterstützen, nur einen, dann wähle ich Anton Kasser. Ich unterstütze Anton Kasser, weil er in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er etwas für die Bürgerinnen und Bürger zustande bringt. Ich sage jetzt nur eines, das SMA-Werk in der Heide, in der Forstheide, das war durch seinen Einsatz verhindert worden. Ich unterstütze Kasser, Toni, weil er einfach für den ländlichen Raum, für die Bauern da ist, wenn sie Probleme haben und sich diesen Problemen auch annimmt und nach oben trägt. Und das deswegen hat er von uns auch die volle Unterstützung und meine Unterstützung. Toni Kasser ist einfach ein sehr verlässlicher Mensch. Er hat Handschlagqualität, er hat Rückgrat und deshalb unterstütze ich ihn Anton Kasser. In erster Linie wegen seiner Verlässlichkeit. Er ist in unserer Region einfach für die Bevölkerungsschicht da und darum kommt er bei uns extrem gut an. Ja, ich unterstütze Anton Kasser, weil er für die Anliegen der Landwirtschaft immer ein offenes Ohr hat. Und gerade in unserem Bereich, in der landwirtschaftlichen Ausbildung, ist er eine Person, die diese Anliegen ernst nimmt, weiterträgt nach oben auf die Landesspitze und uns unterstützt beim Ausbau unserer Bildungsstätten, um den bäuerlichen Jugendlichen eine Chance, eine Zukunftschance zu bieten. Anton Kasser ist in die Politik gekommen, damals mit dem Projekt SMA. Und da ging es um die Sache, um Lebensqualität für die Menschen. Das war ihm ein Anliegen. Und da ist er in die Politik gekommen. Und glaube, das schafft eine Qualität in der Politik. Und er ist einfach ein Mann in unserer Region. Er kennt die Menschen. Er ist von der Jugend auf da verbunden mit den Menschen. Und er kennt die Anliegen. Und er setzt diese um und setzt sie für das ein. Ich unterstütze Anton Kasser, weil er ein Politiker für die gesamte Region ist und ich schätze sehr, dass er großen Wert darauf legt, auf die regionale Wertschöpfung und für den ländlichen Raum, sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Bauernschaft, für alle, die dort leben, ein Mann mit Kompetenzen und Visionen ist. Vor einem Jahr habe ich ein großes Problem gehabt und zwar haben wir eine Armerkontrolle gehabt und sind da sehr stark sanktioniert worden und in meiner Verzweiflung habe ich mir an Anton Kasser, unseren Bürgermeister, gewandt und der hat mich damals sehr unterstützt und hat sich sehr eingesetzt und das ist ein Grund, dass ich den Toni unterstütze. Ich kenne Anton Kasser durch und durch, war mit ihm 10 Jahre auch politisch als Vizebürgermeister tätig in der Gemeinde Alhardsberg und ich schätze ihn in den Weitblick, die Visionen, die er durchzieht, auch im Bereich für die jungen Menschen in der Gemeinde, aber auch im Bezirk. Daher unterstütze ich ihn mit voller Kraft.